Heute geht es darum, sich einen Kräuterstrauß zu binden. Und warum, wieso, weshalb, das verrate ich euch gleich. Doch zunächst mal ganz herzlich willkommen zum heutigen Video. Mein Name ist Irmgard, schön, dass ihr auch heute hier wieder mit dabei seid. Ja, schaut mal, was ich hier habe. Ich zeige es euch mal in der Kamera. Ich habe hier schon so einen Kräuterstrauß gebunden. Bei uns im Saarland nennt man das Kräuterwisch. Ich weiß nicht, wie es in anderen Regionen gibt, es bestimmt auch einen ganz speziellen Ausdruck für. Ich nenne es jetzt einfach mal Kräuterstrauß. Dem Ganzen geht so eine alte Tradition, oder mit dem Ganzen geht so eine alte Tradition oder ein alter Brauch einher. Nämlich zum 15. August zu Christi Himmelfahrt, was bei uns im Saarland ja auch noch ein Feiertag ist, sich einen Kräuterstrauß zu binden. Und hier nennt man das eben Kräuterwisch. Ich entdecke hier gerade noch die Goldrote und die werde ich jetzt auch noch pflücken und mit dazu aufnehmen. Und dann schaut das Ganze noch ein bisschen bunter aus. Die Goldrote, die hat eben noch gefehlt. Ja, was hat es mit diesem Strauß auf sich? Von der kirchlichen Tradition her, zumindest von der katholischen Tradition her, ist es wohl so, dass man diese Sträuße dann früher eben auch, heute gibt es auch noch solche Zusammenkünfte im Saarland, das weiß ich, auch wenn ich da noch nie dran teilgenommen habe, von Frauen, die sich dann treffen, die gemeinsam diese Kräutersträuße dann binden, die Kräuter sammeln. Es gibt auch im Übrigen keinen perfekten Strauß, sondern ja, man mischt einfach Heilkräuter, Wildkräuter mit Gartenkräutern, ganz so, wie es einem beliebt. Und dann ist man mit diesen Sträußen, vielleicht ist das eben heute auch noch so, geht man dann traditionell zum 15. August in die Kirche und lässt sich diesen Strauß hier segnen. Und dann kam der früher in den sogenannten Herrgottswinkel, wird zu Hause dann aufgehangen zum Trocknen. Und bei uns zu Hause ist es so, dass er irgendwo in der Wohnung, im Wohnzimmer, in der Küche, schaue ich mal, so einen kleinen Ehrenplatz bekommt. Im Hinblick auf Segnen, da ich ja keiner Kirche angehöre mehr, wobei, wenn mir danach ist, in die Kirche zu gehen, dann gehe ich auch noch in die Kirche, ob ich jetzt in der Kirche bin oder nicht. Oder gehe auch ganz oft in Kapellen und hocke mich dahin und ja, meditiere, halte Einkehr. Das hat für mich jetzt nichts damit zu tun, dass ich da irgendeiner Religionsgemeinschaft angehören muss. Und im Hinblick auf das Segnen, ich handhabe das so, dass ich diese Kräuter ja ganz achtsam eben auch pflücke und in Dankbarkeit eben auch an Mutter Erde, die uns nährt und trägt und was sie uns einfach alles zur Verfügung stellt. Ich muss einfach nochmal einen Schwenk hier rüber machen, wie schön das ausschaut. Und mit diesem achtsamen Pflücken und Dankbarkeit habe ich für mich einfach diesen Strauß schon gesegnet. Und für mich hat es einfach so die Bewandtnis, den jetzt zu Hause umgekehrt aufzuhängen, da kommt noch eine schöne Schleife dran, dass ich jedes Mal, wenn ich diesen Strauß sehe, ja, mein Herz ja automatisch erfüllt wird von Dankbarkeit, ich automatisch mein Unterbewusstsein jedes Mal, wenn ich diesen Strauß sehe, daran erinnert werde, wie dankbar wir doch sein können, was Mutter Erde uns alles zur Verfügung stellt. Und deshalb wollte ich so diesen kleinen Brauch heute mit dir, mit euch hier teilen. Je nachdem, wann du das Video ja anschaust, wenn der 15., also Maria Himmelfahrt schon vorbei ist, würde ich sagen, macht das überhaupt nichts. Wenn ich dich das Ganze animiert und inspiriert, dann geh jetzt gleich einfach raus und sammel dir deine Kräuter. Du musst da auch überhaupt kein Wissen zu haben. Sammel einfach das, was dich gerade anspricht. Du brauchst keine Informationen darüber zu haben, was es ist. Sammel es in Achtsamkeit, du kannst es auch eben selbst segnen. Was vielleicht ganz wichtig oder sinnvoll ist, dass es an einem trockenen, sonnigen Tag ist, damit die Kräuter eben auch trocken sind. Denn sonst wird das Ganze ja eben auch stimmelig und nicht richtig trocknen. Ja, und dann hast du deinen eigenen Kräuterstrauß gebunden, deinen eigenen Kräuterwisch erstellt. Und den lässt du dann einfach in deiner Wohnung umgekehrt an einem schönen Platz trocknen. Ein Jahr lang bis eben nächstes Jahr um den 15. Ja, August, wenn dann wieder der nächste frische Kräuterstrauß gebunden wird. Okay, das war's für heute. Ich werde jetzt zu Hause noch im Garten einen kleinen Rundgang machen und dann noch so das ein oder andere Gartenkraut, Würzkraut dazu machen. Und ja, dann findet er einen Ehrenplatz. Ich danke dir ganz herzlich für dein Dabeisein, für dein Interesse, für euer Interesse. Und würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Video nochmal.
Schicke euch eine herzliche Umarmung. Bis dahin. Tschüss, deine, eure Irmgard. Ciao, ciao.